Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft PlayStation 3 Tutorial. Ja, in dem heutigen Video seht ihr schon, sind wir mal auf meinem Desktop und zwar geht es heute um das Thema, wie lade ich Welten runter und wie kann ich diese Welten spielen. Also, das ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Thema, wenn man es da mal rausbekommen hat. Nehmen wir einfach mal an, wir wollen diese Welt hier runterladen. Minecraft PlayStation 3 Edition Custom Nuketown Map. Dann guckt ihr in der Beschreibung, ihr dürft immer nur die EU-Version runterladen. Wenn wir die US-Version jetzt hier runterladen würden, würde diese Welt einfach nicht funktionieren. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir die deutsche Version haben. Wenn wir das aus dem PlayStation Store runtergeladen haben, dann ist das logischerweise die deutsche Version, also europäische Version. Dann klicken wir einfach auf den Link der europäischen Version hier. Warten noch kurz ab. Der Typ will natürlich Geld machen mit seinem Download-Link, deshalb macht er das mit Adfly. Müssen wir kurz abwarten. Jetzt gehen wir auf Werbung überspringen, das ist jetzt bestimmt nicht bei jedem so. Wo ist jetzt der Download-Link? Hier ist der Download-Link. Dann laden wir das Ganze einfach runter, gehen auf Datei speichern. Und das Grund-Setup ist logischerweise ein USB-Stick, den muss jeder haben. Also ich habe, keine Ahnung, Unmengen von den Dingern zu Hause. Und ihr braucht das Programm WinRAR. Das verlinke ich alles in der Beschreibung. Was heißt alles? Dieses Programm verlinke ich in der den Download-Link dazu verlinke ich in der Beschreibung. Müsste eigentlich auch jeder auf dem Computer haben. Okay, dann ziehen wir uns das Ganze einfach mal hier auf den Desktop. Und ihr seht schon, das ist so eine komische WinRAR-Datei. Dann machen wir einfach einen Rechtsklick drauf und gehen auf Hier entpacken. Dann packt ihr das Ganze kurz, dann entsteht ein Ordner. Und dann steckt ihr den USB-Stick in euren Computer. Ich habe das jetzt schon gemacht und hier ist der Ordner. Dann erstellt ihr einen Ordner. Ich mache das nochmal neu, ich lösche das erstmal. So. Dann macht ihr Rechtsklick in euren USB-Stick-Ordner hier. Geht auf Neu, Ordner, nennt den Ordner PS3. Ups, PS3, so. Dann öffnet ihr diesen Ordner und hier in diesen PS3-Ordner macht ihr noch einen Ordner, der heißt nämlich, Moment, Save Data, so. Alles groß geschrieben. Und in diesen Ordner zieht ihr dann diesen Ordner hier rein. Also diesen, Moment, NPEP, blablabla Ordner. So, das zieht ihr das da rein, kopiert das da rein. Und das war es auch schon, das Grundsetup. Wir sehen uns dann gleich auf der PlayStation wieder. Also ihr steckt einfach euren USB-Stick in die USB-Slots der PlayStation rein. Und wir sehen uns gleich wieder. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Home-Bildschirm meiner PlayStation. Und das Einzige, was ihr macht, ihr geht unter den Bereich Spiele. Geht auf Speicherdatendienstprogramm PS3. Dann sollte hier schon euer USB-Ordner sein. Da klickt ihr dann drauf. Und hier ist dann schon dieses Bild von der Nuketown-Map, also die wir eben runtergeladen haben. Das Einzige, was wir dann machen, wir drücken Dreieck, kopieren. Bei mir fragt ihr jetzt nochmal nach, weil ich das eben schon kopiert habe, aber ich habe die Aufnahme verkackt. Und die wiederhole ich gerade. Deshalb fragt ihr mir, ob ich das jetzt wirklich überschreiben will. Und natürlich will ich das machen. Klicken wir einfach auf Ja. Bei euch kopiert ihr das einfach direkt, ohne zu fragen, auf eure PlayStation. Und ja, um zu beweisen, dass das Ganze funktioniert hat, sehen wir uns jetzt gleich im Spiel. Bis gleich. So, und hier sind wir auch schon in dem Minecraft-Spiel drin. Wir gucken jetzt mal, ob das Ganze funktioniert hat. Dafür gehen wir einfach auf Spielen. Ich bin gerade offline, deshalb drücke ich jetzt Kreis. Der lädt, der lädt, der lädt. Und wie wir sehen, hat das Ganze funktioniert. Hier unten ist die Map Nuketown. Wie ihr jetzt sehen werdet, können wir die auch spielen, einwandfrei. Ihr werdet natürlich keine Trophäen verdienen, weil die Map natürlich von jemand anders ist. Das wird uns auch direkt mitgeteilt von einem anderen Benutzer. Wir können keine Trophäen verdienen. Leider ist das so, finde ich auch ein bisschen blöd. Und es lädt ein bisschen, muss natürlich wieder den Server initialisieren und so weiter und so fort, kennt ihr ja. Und da, es hat funktioniert, wir haben direkt eine Karte in der Hand, warum auch immer. Und ja, diese Map ist Nuketown, müsste eigentlich jeder kennen von Call of Duty Black Ops und Black Ops 2. Auf jeden Fall sehr geil gemacht, wie ich das gerade sehe. Ich kannte die Map vorher auch nicht. Es kann gerade sein, dass meine Stimme gerade ein bisschen lauter geworden ist, weil ich blöd von meinem Mikro weggegangen bin. Aber naja, das war's auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte einigen damit helfen und wenn ihr selber Maps hochladen wollt, also wenn das jemanden interessiert und ihr das gerne wissen wollt, wie das funktioniert, schreibt es einfach in die Kommentare, dann mache ich dazu auch nochmal ein Tutorial. Das war jetzt erstmal ein Tutorial dazu, wie ihr andere Welten runterlädt und sie benutzt. Ganz wichtig, USB-Stick, das Programm WinRAR und dass ihr immer auf die Links, also grob gesagt, immer die EU-Version von den Speicherdaten runterlädt. Weil die US-Version einfach nicht funktionieren werden, nur die EU-Version. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Leute. Tschüss.
you need a warrior. Hey, hey, well I'm a warrior, warrior. And fuck these lames, they don't even compare. Yeah, they tell me well done, cause my medium's rare. Hope you fine with behind, cause I'm leaving you dead. I'm a stand-up guy, I ain't needing a chair. Spit erratic like static and attic, or being added in avid.